Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silvi mit meinem ganz neuen Project Jin Skin, der echt cool aussieht. Finde ich zumindest. Ne? Wobei, ich glaube, ich werde trotzdem SKT Jin benutzen. Aber welchen findet ihr cooler? Auf jeden Fall gibt es hier ein kleines Video zum Thema Skillshots. Und zwar ist ein relativ neues Video rausgekommen, was gar nicht so populär ist. Was es eigentlich verdient hätte, populärer zu sein. Ihr findet den Link zum Original in der Beschreibung. Es ist von Fnatic Wolle, was weiß ich auch, irgendwie sowas. Der ist der Analyst gewesen für Fnatic in Season 7. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch da arbeitet oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er den Leuten Low Ground und High Ground beigebracht. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, kommt das aus RTS-Games, ne? Also sowas wie, also Real-Time-Strategy, sowas wie Warcraft 3, Starcraft und sowas. Und zwar ist High Ground, wenn dein Gegner über dir ist, im Terrain, ja, da ist er doch, dann hat er Vision auf dich, aber du kannst ihn nicht sehen, warum er ist über dir. Ne, ich weiß nicht, ob es ganz so ist. In LoL gibt es so etwas nicht. Leute, ich spiele League seit Season 1. Ich bin seit Season 1 League of Legendos-Spieler. Und so etwas wie, du bist über dem Gegner und unter dem Gegner, das gibt es hier in diesem Game einfach nicht. Das Einzige, was ich kenne, ist... Ah cool, ich habe Schuhe bekommen. Warum habe ich jetzt Schuhe bekommen? Hä? Das Einzige, was ich kenne, wo es das gibt, ist die Fizz... Nee, nicht die Fizz, die 6Q, ne? Die Bombe springt ja und die kann auch über Champions drüber springen. Aber das Ganze ist auch mit Skillshots möglich. Und scheinbar ist das nur im River möglich, ja? Ich will euch das hier auch eben einmal kurz zeigen. Wir haben hier eine Puppe, wir haben da eine Puppe, weil ich warte das hier und ich warte das hier, nur zur Sicherheit. Warte mal, ich möchte hier ebenfalls noch eine Puppe haben. Spawn Enemy Dummy, das, nein, ich möchte Minions haben. Toggle, nein, weg damit, so. Haben wir hier auch nochmal einen Dummy, ne? So, wir machen den Start hier, ich linksklicke hier meine W und ich mache meine W hierhin auf das Dingens, ne? Ihr seht, ich bin nicht an der Puppe dran und mein Skillshot, der trifft nicht. Ist ja auch klar, ne? Der möchte einfach nicht. So. Wenn ich das aber von der anderen Seite aus mache, ich bin nicht an der Puppe dran, aber die hier connected. Oh, ich habe Minions auch angemacht. Hä? Bin ich behindert? Oh. Sollten die nicht alle sterben? Okay, ich bin legit behindert. Ist doch egal. So, wenn ich das aber von hier aus wieder mache, ne? Dieser Skillshot trifft. Wenn ich das von hier aus mache, dieser hier trifft aber nicht. Der hier trifft auch nicht. Aber der hier, obwohl er nicht dran ist, der connected. Super geil, oder? Die dürfte eigentlich gar nicht connecten. Okay. Und das Ganze hat er auch in seinem Video erklärt. Ja, ich habe das... Oh, warte mal, auch ganz interessant, ne? Pass auf hier. Meine Q. Pass auf. Ab hier habe ich meine Q gemacht, ne? Der Gegner ist aber außerhalb der Range. Ich kann hier jetzt mit Q voll spammen. Der Gegner ist nicht in meinem Kreis drinne. Wenn ich das aber wieder von der anderen Seite aus mache. Warte mal. Bauen wir hier eine Puppe. Passt auf. Ich drücke auf Q. Ich lasse Jin da hingehen. Und jetzt, schaut euch mal den Unterschied an. Die Hitbox von dem Ding ist immer noch in meinem Kreis. Aber wenn ich das von hier aus mache, ist er weiter, ist er außerhalb des Kreises. Geil, oder? Also ich finde das ziemlich geil. Aber okay, ne? Das Ganze wurde auch in seinem Video erklärt, was ich sehr gut fand. Ja? Und zwar ist es eine Sache der Perspektive. Das hier ist die Perspektive aus der Vogelsicht. Wir sehen eindeutig, der blaue Kreis ist halt der Kreis von eurem Spell, ja? Die Range. Und der rote ist das Ziel. Der ist da drin. Das heißt, der Gegner ist in meiner Range, ich kann diesen Spell machen. Ja? Klar. So, dann haben wir hier die zweite Grafik. Und die hier ist die interessante. Das hier ist aber unsere Perspektive. Das hier ist unsere Perspektive. Weil die Kamera so ist. Die zeigt uns aber, dass es hier eine Lücke gibt. Das heißt, mein Spell ist nicht in Range, um den gegnerischen Champion zu treffen. Weil ich hier eine Lücke habe. Das zeigt mir mein Auge so. Es ist aber nicht so. Deswegen kann ich den hier queuen auf einer höheren Range, weil ich hier auf Low Ground bin, ne? Weil hier meine Perspektive quasi scheiße und ich kann die ganze Zeit Q machen. Obwohl der Gegner nicht in meiner Range ist, weil meine Perspektive das so nicht anzeigt. Ja, nicht richtig. So. Wenn ich aber hier auf High Ground bin, ne, also alles, was im River ist, hier ist Low Ground quasi, dann muss ich richtig ranlaufen, bis die Hitbox des Gegners in meiner Range ist.
Und das geht nicht nur für Skillshots, das geht halt auch generell für alle Fähigkeiten. Das heißt, jeden Spell, den ihr aus dem River macht, hier in die Richtung hin, gibt euch im Normalfall immer noch mal etwas mehr Range. So, ne? Hier, zack, zack. Natürlich, wenn ihr es von oben nach unten auch Sinn macht. Im Video meint ihr auch, alles, was man in 90 Grad schießt, zumindest was Skillshots angeht, wird die Range erhöht. Ne? Aber hier, guck mal, das geht auch für meine Minen zum Beispiel. Guckt euch mal hier meine Range an, ne? So, ihr seht das hier. Ich mach mal einfach eine Mine auf Max Range. So, von hier aus hin kann ich die Mine aber direkt hier hinwerfen, ohne dass ich mich bewege. Ich werfe die Mine außerhalb der angezeigten Range, ne? Vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter rausgehe nochmal. Geht auch nochmal, da geht auch nochmal ein bisschen mehr. So, wenn ich es jetzt aber andersrum mache, passt auf, ein bisschen ganz leicht raus, ne? Dann muss sich Jin nochmal langsam in diese Richtung hinbewegen. Weil das hier perfekt sein muss. Ja, oder auch wenn wir das hier nehmen. Ich gehe leicht raus, mein Champion will rausgehen. So, lol. Ey, nein, das wollte ich gar nicht. Verpiss dich, Drache. Ist er fertig? Okay, mal weg. So, wenn ich das aber wieder von hier aus mache. Oh, lol, und? So, wenn ich das wieder von hier aus mache. Sehe ich das jetzt nicht? Ah! Okay, jetzt will er gerade nicht. Eigentlich sollte das von hier auch ausgehen. Okay, doch, jetzt habe ich hier wieder etwas mehr Range, ne? Weil das hier wieder in so einem 90-Grad-Dingens ist. Bekomme ich wieder etwas mehr Range. Sofern es 90 Grad ist, bekommt ihr auf euren Spells, solltet ihr im River sein, immer etwas mehr Range. Das ist eine... Leute, ich wusste, das ist... Bam! Es gibt Leute seit Season 7... was sag ich das schon? Seit 7 bis 8 Jahren. Ich kannte das nicht. Ich finde das super interessant, dass es neue Mechanics gibt. Deswegen habe ich sie auch gerade verkackt, weil ich kenne das einfach so nicht, ne? Aber wieder hier, zack. Der Skillshot hat getroffen, obwohl niemand hätte treffen dürfen. Wenn ihr einen Skillshot verfehlt habt, dann dürft ihr euch Riot dafür danken, für die Perspektive, die ihr bekommen habt. Aber ja, Leute, das hier war's mit dem Video. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Ich finde das sowas von cool. Und ich hoffe mal, ich werde vielleicht etwas weniger der schlechte Skillshot-King sein. Ich bin dann aber auch erstmal weg, meine Freunde. Tschüss, tschüss. Hau die rein. Und bis zum nächsten Mal.